bin so aufgeregt. Also willst du wissen? Ah, okay, hau raus. Also live sind jetzt. Ey, wo bist du? Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie in der letzten Challenge angekündigt, mache ich heute die 1000 Liegestütz Challenge. Bist du hyped? Achso, ich. Und heute habe ich es extra so, dass nämlich nicht, wie beim letzten Mal, ich mich aggressiv verzähle. Moin, Servus. Gut, es waren nur 10 Wiederholungen, aber dass ich mich nicht wie beim letzten Mal verzähle, habe ich heute einen Special Guest geladen und zwar mein lieber Companiero. Ich bin Tim. Ja, ich habe heute Film mit dabei. Genau. Aber jetzt verpiss dich. Und ich würde sagen, wir warten noch bis 18.05 Uhr ist und dann geht es los. Ich bin hyped. Ich bin ready, es ist arschwarm draußen, es sind 20, 25 Grad bestimmt. Ja, es ist übelst warm, es ist schon hier drin richtig warm. Ich bin noch aufgeregt, aber ich hab Bock. Ich schwitze jetzt schon. Selbst auf mich schwitze schon, also. Schreibt mal in die Kommentare, lasst mal ein Like da, smash den Abo-Button, smash die Abo-Glocke, smash den Like-Button, wenn ihr mehr so eine Challenge sehen wollt, dann würde ich sagen, geht es in, ja, knapp eine Minute los. Natürlich spenden wir auch hier wieder was für jeden Push-Up, keine Ahnung. Ein Cent oder so, mal schauen wie viel. Das wären dann 100 Euro. Okay, so viel mache ich nicht, aber. Ja, genau, auf jeden Fall. Am Ende wird auch noch was gespendet, weil es genügend Menschen auf dieser Welt gibt, die nicht körperlich in der Lage sind, weil sie zum Beispiel nicht die genügend ausreichende gesundheitliche Versorgung dafür haben in ihrem Land oder denen es allgemein aber nicht so gut geht. Deswegen spendet mir hier von unserem Wohlstand was, damit es anderen Leuten auf der Welt ein kleines bisschen besser geht. Das ist wichtig, jetzt würde ich sagen, wir haben noch 23 Sekunden. Nee, ist auch egal, auf jeden Fall. 4, 6, 5, 4, 3. 2, 1, let's go! Und übrigens, das ist eine Atomuhr. Das heißt, die zeigt das exakte Datum plus exakte Uhrzeit an. Habe ich aufgestellt, damit ihr seht, dass ich trotz Cuts nicht cheate. Damit ihr sehen könnt, dass ich die Liegestütze auch immer wirklich nur nacheinander mache. Und es werden natürlich auch nur alle Liegestütze gezählt, die ihr hier im Video seht. Alright, Abfahrt im Video. Alright, Ziel am Anfang ist erstmal 15 Stück alle 30 Sekunden zu machen. Also 10 bis 15 Stück. Das war jetzt 12. Das waren 15. 12. Das waren 15. Ja, das waren safe 15. Bruh. Nochmal. Jetzt mache ich 15. Ja, das ist 15, alright. Ich bin so aufgeregt. Okay. Und weiter geht's. Also was auch wichtig ist, ganz wichtig, es zählt nur, wenn die Arme mindestens 45 Grad nach unten, also wenn ich mit meinem Arm mindestens so nach unten gegangen bin. Beobachte ich genau. Ja, Finn beobachtet es natürlich genau. Weiter geht's! Das waren jetzt 13, ne? Ja, das waren 15. Hä? Ja? Nein. Doch? Hä? Ich zähl mal noch mit 1. So, das waren jetzt mindestens 15. Okay, zählen müssen wir noch üben. Alter, was ist denn mit dem Trizeps los? Der macht jetzt schon dicht. Das ist nicht gut. Das ist ein richtig schlechtes Zeichen. Okay, dann mache ich erstmal jetzt nur noch 10. Also nur noch. Wichtig, Leute, einfach durchziehen bei sowas. Erstmal einfach weitermachen. Lieber am Anfang ein bisschen weniger machen, das ist auch wichtig, auch für mich wichtig. Lieber am Anfang ein bisschen weniger machen als zu viel, weil wenn dann zwischendurch einfach so die Arme schon abkacken, wäre ein wenig sinnlos. Okay, weiter geht's. 115, alles klar. Konzentrier dich. Schaffst das. Ja, konzentrier auf jeden Fall. Let's go! Woo! Und weiter geht's. Morgen wieder mit Muskelkater aufwachen, gar keinen Bock. Ja, nee. Morgen wieder nichts hochheben können, gar keinen Bock. It's too late now, I remember everything. And how careless. Wir sind jetzt bei 183. 183, okay. Also mies den Tornado ziehen. Entzündet die Tornado, die Tornado. Digga, der war nicht schlecht, der Tornado. And how careless we could be. Oh, Digga, danach einen schönen Dürren reinziehen. Sehe ich mich. Da sehe ich mich. Weiter geht's.
mal wieder was trinken und dann geht's halt gut. Bei so einer Challenge einfach machen. Hört auf euren Körper, wie viel ihr wann machen könnt und dann macht einfach. Let's go. Wie fühlt sich das halt an? Motiviert. Bei meinen Muskeln. Ja. Ach so, der Trizeps macht mir nicht, ich sag nichts. Ich bin fit, bin energievoll und ich ziehe das Ding durch. Punkt. Man spürt es. Weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. Und wieder nur 8. Das war 10. Bin ich denn so lost? Ich weiß auch nicht, was ich denn so lost, dass ich immer nur 8 zähle? Am Ende zählst du immer nur 8 und eigentlich sind es 10. Nee, wirklich, ich kann mir ja nicht verzählen. Dann bin ich am Ende so bei 1500. Das wäre natürlich noch besser, wenn ich mich verzählen würde. Das stimmt, das wäre sogar zu meinem Vorteil. Okay, warte! Ich brauch mal einen Arschtritt. Hä? Schau dir das mit hier. Nein, wieder. Digga, das kam übelst unerwartet. Weiter geht's. Ich bin's, Tim. Kannst du mir jetzt einen Arschtritt geben? Warum, was für ein Arschtritt? Ich meine meinen Booster. Ach so. Dem Arschtritt. Markus Rühl, Maschine. Give it to me. Der Kollege, der mir das geschenkt hat, meinte, Bro, das ballert mies. Okay, auf euch. Warte jetzt! Die Klatsche kam aus der Hölle. Die kam wohl ganz woanders. Das Wichtigste hierbei ist auch wirklich, es geht nicht darum, wie viel ich jetzt endlich wirklich schaffe. Es geht vor allem darum, dass ich durchziehe und dass ich mein Bestes gebe. Alright, das ist wirklich das Wichtigste auf allgemein bei so einer Challenge. Lass mal die Zahlen weg. Klar, es ist krass und Sascha Huber, der da 2000 gemacht hat, aber es geht wirklich darum, dass ihr 100% gebt und dass ihr diese Challenge annimmt und durchzieht, okay? Deswegen. Let's go! Ich hätte Milchtitten hier vorne dran. Ja, du hast der Hand ist krass. Richtige Milcheimer hier. Mies, dicke Titten. Willst du wissen, wie viel du hast? Nee. Nee, jetzt erstmal nicht. So! Ich weiß nicht, ob ich es gerade erkennen kann. Und ich brauche Handgelenksbandagen. Also langsam merke ich wirklich meine Handgelenke. Tun ein bisschen weh. Ja, genau die. Jeden Daumen. Handgelenksbandagen. So. Okay, wie viel haben wir? Ich sag's dir, zieh durch. Schaffe ich die 500? Ja. Okay. Schaffe ich die locker? Wenn du durchziehst. Listen to my words, gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. 3, 4, 6. Scheiße. Noch 2, 7 und 8. Mann, Musik. Jetzt haben wir die. Let's go! Jetzt mach ich mal kurz eine Minute Pause. Ja, oh, Digga, der ist so anders. Ja! Ja! Boah! I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man. Now I'm teaching the game a veteran better than.
anybody else who tests me. Gib's mal bitte den Wodka. Ja. Ich hatte gerade kurz überlegt. Blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we don't know. I put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like it's a bone in my veins, a quarter bang in the streets. Da-da-da-da, what's my motherfucking name? Rocket Rock! Okay, wir sind jetzt bei 40 Minuten, das heißt, zwei Drittel sind schon durch. Bei wie viel sind wir? Wir sind bei 633. Boah, sheesh, wir sind eigentlich fast perfekt in der Zeit. Noch 33 mehr, dann werden wir perfekt in der Zeit. Oh shit, das wird aber, das wird ein Kampf. Das ist auf jeden Fall. Hey, aber das wird gut. Likely, I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. Okay, fast noch 15 Minuten. Die letzten 15 Minuten haben fast angebrochen. Sind fast angebrochen. Aina. Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Aber jetzt schaff's noch. Oh, Scheiße. Wie so ein nasser Sack fall ich hier um. Oh, so stark. Gibt's da noch ein kleines zu essen und keinen Kaugummi? Und? Oh, so Junge, so. Ja! Digga, als ob schon wieder fast eine Stunde rum ist. Ja, das ging übel schnell. Hä, das ist die Zeit, geht da übel schnell rum. Das war übel schnell. 10 Minuten sind noch. Let's go, die letzten 10 Minuten nochmal hardcore. So viel wie geht. Der Finisher! Let's go! Come on! Okay. Und die letzte. Doch, den schaffst du. Oh, Scheiße. Ja! Ja! Oh. Alter. Also, willst du wissen? Okay, hau raus. Also live sind es jetzt 338 Liegestütze. Ja, genau. Sehr gut, Junge. Wie viel? Inside, na 338. 838. Ach so, du hast 338. Das war so wie der Kopf. Oh, Junge. Corona ist erwachsen. Digga, ja, ich dachte 338. Hey, Junge, verarschst du mich gerade? 838. Let's go! Ja! Oh. Ja. Ja. Stark. Ganz kurzes Posing hier. Ja. Spenden wir 125 Euro, ne? Klingt gut. Gönnen wir uns, ne? 20 Euro, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Wo es gerade am nötigsten ist. Oder wollen wir hier Ukraine Nothilfe? Ja, ich glaube, Ukraine hat es gerade am nötigsten. Meine Freunde, jetzt müssen wir ganz kurz wegschauen. Adressdaten sind nichts für euch. Entspannend. So, eine gute Tat am Tag. Abgehakt. Nice. 20 Euro an Kinder, die es in der Welt nötig haben. Weiß, dass es wieder geht. Bubble.
Ich weiß, das ist wie immer nicht der größte Betrag, aber hey, ich bin noch Schüler. Ich habe auch nicht die meiste Kohle, aber immer noch genügend Geld, um Leuten was auf der Welt abzugeben, denen es nicht so gut geht wie mir. Deswegen, das ist wichtig, dass wir auch unseren Wohlstand teilen, wie gesagt, mit Menschen, die einfach ärmer sind, die sich nicht so viel Zeug leisten können, die nicht einfach in einer eigenen Wohnung leben können, die nicht hier so eine Kamera, einen Kameramann, Laptop und so weiter einfach da haben können oder die sich nicht mal einen fucking Dürüm holen können, wie wir das jetzt machen. Deswegen, wirklich, teilt euren Wohlstand, teilen ist das Geilste und das Beste und das Befriedigendste letztendlich, was man machen kann, wenn man anderen Menschen dabei hilft, dass es ihnen besser geht. Deswegen, vergesst es niemals, auch bei so einer Challenge. Und ja, Mann, das war's mit dem Video, die 1000 Liegestütz-Challenge, an die ich mich gewagt habe. Well done, ich habe mein Bestes gegeben und darum geht's ja wirklich, ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt. Es geht nicht darum, ob du die meisten Liegestütz-Challenge... Schon wieder versprochen. Ja, bei derselben Stelle. Ja. Es geht nicht darum, dass ihr die meisten Liegestütze schafft, dass ihr besser als irgendjemand anders seid. Es ist immer you versus you. Ihr seid immer euer größter Gegner. Deswegen versucht immer, euch selbst zu schlagen. Deswegen, ich trainiere jetzt auf jeden Fall weiter, dass die Challenge nochmal in ein paar Monaten wieder machen kann und auf jeden Fall meinen eigenen Rekord, also jetzt hier 838, schlagen kann. Nächstes Mal mit vielleicht ein bisschen mehr Schlaf, nicht nur 5 Stunden wie jetzt diese Nacht. Aber hey, Homies, deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne mehr Challenges in die Kommentare, die ich ausführen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis nächste Woche Freitag, 8 Uhr, wenn es wieder heißt, ein neues Video mit Max, eine neue Challenge mit Max heute. Ja, stay flex, stay blessed und deswegen stay worked. Nee. Digga. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut. Smash den Abo-Button, smash den Like-Button, smash die Abo-Glocke, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.